Was geht ab, Friends? Was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog hier von unserem Kanal. Weil in letzter Zeit, wir ernähren uns wirklich nur von Toastbrot und Frischkäse. Wann haben wir Toastbrot gegessen? Toastbrot? Das ist Frühstück. Ja, aber wir frühstücken dann nur, glaube ich, jeden Tag und machen kein Nachmittagessen. Gestern? Ja, es liegt daran, nicht weil meine Frau nichts kocht, sondern weil ich nicht Lebensmittelprodukte kaufe. Nein. Sag ich mal, sparen. Und lass bei Eltern gehen. Weil Ilias auch gar nicht selber kocht. So. Ja, pass mal auf hier. In diesem Haus gelten zwei Regeln. Ich arbeite und du? Und ich? Weiter? Arbeite. Zu Hause. Und dein? Ja. Du hast verstanden. Und du kochst aber. Die. Ja. Okay, Friends. Willkommen wieder zurück zum Thema. Das Thema ist auf jeden Fall, in letzter Zeit so wenig wie möglich zu kaufen. Denn vorher, wallah, wir haben richtig reingehauen. Nutella, Klatsch, Hanuta, Süßigkeiten ohne Ende. So, jetzt gibt's aber Pause. Definitiv Pause. Warum? Weil wir müssen etwas für Marokko noch uns versorgen können. Ich weiß nicht, wie lange wir bleiben. Also ich habe noch nicht die Tickets geguckt. Ja? Aber mal schauen. Es geht ja auch hier um meine Gesundheit. Wir wollen ja auch nach Marokko, weil ich dort meine Gesundheit besser, beziehungsweise mich um meine Gesundheit besser kümmern kann. Leider ist es hier in Deutschland nicht möglich. Guck mal, erzähl mal, was für eine Regel ich vorhin gemacht habe, als ich die Koffer, als du die Koffer einpacken wolltest. Wallet, die hat so viel eingepackt. Ich guck die an, ich so, pass mal auf. Guck mal, ich hab gesagt, 4 Kleider nimmst du mit. 4 Kleider reichen, weil du holst eh von dort Kleider. Oder 3 sogar, habe ich gesagt. Und 2 normale Abaya nennt man das, ne? Das ist normale Pyjama für die Geschwister in Marokko, ja, für jeden Menschen dort. Und wenn du sowas hast, reicht das. 2 Stücke, weil du kannst eh dort wieder ein paar holen. Sind sehr günstig, vor allem in der Stadt, wo wir jetzt hinfahren, ist günstiger als in der Stadt, wo wir sonst hauptsächlich bei der Familie meiner Frau uns aufhalten. Auf jeden Fall. Guck mal, tut mir einen Gefallen, Leute, wenn ihr eh in einem Land fliegt oder fährt, wo es günstig sein wird, macht euren Koffer nicht voll mit unnötigen Klamotten. Ich habe das letztes Jahr gemacht, das war der dickste Fehler. Wie viele Hosen hatte ich mitgenommen? 3 oder 2. 3 oder 2 Hosen. T-Shirts ohne Ende. Ja, du hast viele. Was habe ich am Ende nur angezogen immer? Nur eine. Eine Abaye. Ich habe nur das angezogen. Richtig dumm. Und deswegen habe ich aus diesen Fehlern gelernt und werde ab sofort nicht mehr so viel mitnehmen. Und ja, jetzt werden unsere Marokko-Vlogs noch geiler mit dieser Mashallah Tumbilerzi-Kamera. Und yes, Friends. Okay, Leute, schreibt mal auch gerne in die Kommentare, was ihr in Marokko gerne sehen wollt. So, was wir für Aktivitäten machen sollen und für euch aufnehmen. Zum Beispiel, ich kenne eine Challenge, die wir machen können. Einer filmt, ich gucke, ob das entweder dein Cousin oder dein Schwager macht. Dein Bruder. Wir gehen zurück, ne? Ihr filmt vom Weiten. Und ich habe dieses Bluetooth-Mikrofon, was so bei mir hier so versteckt wird in der Hand oder so, ne? Und danach versuche ich zu handeln die ganze Zeit. Ihr sagt zum Beispiel einen Preis oder die Leute schreiben in den Kommentaren, hol ein T-Shirt für 2 Euro nur. Und dann versuche ich ein Marken-T-Shirt für 2 Euro zu kaufen. Und das auf jeden Fall, Leute, weißt du, was auch cool müsst ihr wäre? Bald auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben. Aber erst, wenn es dazu kommt. Erzähl. Weißt du, was meine Idee ist? Du gehst zu einem Verkäufer dort. Aha. Und fragst, also das ist jetzt, sage ich mal, ein Stand, wo es Schuhe gibt. Ja. Du fragst nach dem Preis von Air Force, sag ich mal, ne? Okay. Dann geht mein Cousin, der schon in Marokko lebt, ja. Und die kennen diesen Unterschied. Klar, ob du einer von Europa bist oder einer, ja, der hier lebt. Dann fragt er nach dem Preis und dann gucken wir, ob es derselbe ist oder nicht. Boah, okay, das ist auch geil. Und wer es schafft, so krasser. Was ist mit Kochvideos? Kochvideos. Boah, auch eigentlich in Bock. Marokko? Ja. So, natürlich, wenn wir unsere eigene Apartment haben, werde ich schon, lass mal versuchen, Kochvideos. Holen wir auch so und so alles. Einmal so marokkanisch kochen. Dann machen wir ein Kochvideo mit meiner Cousine. Sie hat auch einen Kanal. Stimmt, einen Kochkanal. Also, sie zeigen sich nicht oder so. Aber ich zeig mich. Ich zeig mich hier. Ja, wir sind wieder hier bei unserem traditionellen Gartenrundgang. Und es. Warte, ich bin im Weg gekleidet. Hey, guck mich mal an. Was haben wir letztens gesehen? Ein Frosch. Komm mit. Assalamu alaikum, Kardash. Was ist denn da? Hä? Ich hoffe, der springt einmal zu dir.
Nee, da soll ich mir erstmal in meine Richtung drehen, der Opfer. Boah, der sieht übelst krank aus, Leute. Warte mal. Kannst du mal reden? Warte mal, hä? Wie der so tut, als wäre der tot. Ah. Der Opfer ist giftig. Nein, die sind nicht giftig. Doch, warte, es gibt wirklich ein paar Leute. Ich geh nicht mal in dieses Wasser da rein. Psst. Boah. Menschen. Stell dir mal vor, das war einfach dieser Bruder, der von letztens. Was, du musst dir einfach vorstellen, es gibt Menschen, die essen einfach Frösche. Wirklich. Auf damit. Ja, Freunde, bis jetzt mache ich mir noch Gedanken, ja, wie es so sein wird in Marokko und wie die Regelungen sein werden. Weil wir kennen ja ein paar aus der Familie, die sich hier noch nicht geimpft haben, wie es so sein wird. Ob sie es schaffen, nach Marokko zu fliegen oder nicht. Es ist halt traurig, ne? Also aktueller Stand ist jetzt so, dass für die Fähre ist die Voraussetzung für die Einreise nach Marokko nur ein PCR-Test oder ein Nachweis der dritten Impfung, glaube ich. So, und für die Flug, für den Flugverkehr ist tatsächlich ein Impfnachweis und ein PCR-Test, PCR-Nachweis. So, ja, Friends, wie gesagt, das ist das, was momentan mir so meinen Gedanken durchgeht in meinem Kopf. Man möchte gerne die ganze Familie in Marokko haben und nicht nur die Hälfte oder weniger. Friends. Hast du jedes Mal geschafft, dass eure komplette Familie mal in Marokko war? Bruder, ich muss überlegen, ich glaube schon. Also von meiner Mutterseite ja. Von meiner Vaterseite, ich sag dir ganz offen, ich war so ein kleines Kind. Baby war ich, glaube ich. Aber alle so gleichzeitig in den Sommerferien. Oh, guck mal, eine Schnackschnecke. Warte, wir haben alles. Tschö. Assalamu alaikum. Stark. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, Freunde der Sonne. Hä? Dann was klettern. Ja, komm. Du bist kein kleines Kind jetzt. Komm, hast du gereitet? Alles recht. Oder ich setz mich hin. Ich hab Bauchschmerzen. Oh, okay, das reicht, Leute. Wir sehen uns einfach gleich. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich küsse dich. Wir waren jetzt ein bisschen spazieren. Boah, das sieht voll fresh aus. Oh mein Gott. Looks amazing. It looks amazing. Erzähl mal, wie war dein Tag? So, mein Tag war heute echt angenehm. Guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bin ich eine Frau oder so? Warum? Ja? Weil du filmst immer nur meine Brust, so als würdest du mein Gesicht verstecken wollen. Hier, ich zeig mein Gesicht. Ich will nicht sehen. Hier. Wir haben jetzt über Marokko gesprochen, ne? Ja. Jetzt rede ich mal über dein Traumauto. Meins? Was muss dein Traumauto sein? Ja, ja. Groß? Groß, also SUV, Gelände. Also Geländewagen. Mhm. Kennst du schon einen Namen so? Mercedes oder Audi? Audi, okay. Ist auch gut an. Audi ist gut. Mercedes auch, okay. Schön. Ja. Oh, schön. Was und wären so deine... Fall entweder schwarz oder weiß. Mhm. Und ich würde sagen, ehrlich, schwarz würde ich schon. Das muss auf jeden Fall vier Räder haben. Hä? Was soll es sonst heißen? Zwei das oder? Da hinten. Das ist richtig perfekt. Welches? Das weiße? Ja. Das ist mein Lieblingsauto. Das wird auch voll zu mir passen, finde ich. Das ist dein Lieblingsauto? Ja. Geh rein, geh rein. Nein. Geht's, ey. Oh. Das ist zum Beispiel BMW mag ich gar nicht. Guck mal, die Form von BMW, die ist auch gerade bei dem. Da, guck mal, weißt du, wie alt ist? Kannst du dich vergleichen mit dem dahinter? Nein, allgemein BMW mag ich nicht. Weil der sieht tippt. Der sieht atemberaubend richtig schön aus. Von diesem einen. Der Mafia. Wallah, das sieht übelst krank. Also, ganz ehrlich, das ist viel lustiger. Das ist so ein Auto. Richtig mysteriös. Nicht mysteriös. Die Leute fürchten so. Nein. Was? Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Mein Akku ist leer. Dann sehen wir später. Assalamu alaikum. Das finde ich. Und wenn man das trotzdem gut hört, dann haben wir ein echtes Mikrofon. Ah, okay. Yalla, Chat. Chat. Assalamu alaikum, YouTube.